Yo, herzlich willkommen zurück zu Ride 2. Wir kommen in eine neue Sparte mal wieder. Wir gehen mal zu den Naked Bikes bis zu 600 einmal. Okay, da bin ich mal gespannt. Vor allem, was wir da von Motorrädern nehmen können. Hier haben wir die getuned? Ich weiß es, glaube gar nicht. Ich glaube, die schon. Können wir ganz kurz reinschauen hier bei Bike anpassen. Ich glaube, weiß nicht, haben wir das damals schon gemacht? Schauen einfach mal beim Motor rein, was wir drin haben. Ja, da haben wir halt schon noch einiges, gell? Aber ich sehe so bei meinen Credits, es wird halt immer weniger. Ist halt natürlich auch so eine Sache. Schauen wir mal, was es zur Auswahl gibt. An neuen Bikes. Wäre eigentlich ganz gut, so ein bisschen natürlich abwechselnd hier die brutale Corsa Grazzo. Aber Alter, 27.000 fast. Hier haben wir die Dragster RR, also fast die gleiche. Alles hier MV Augusta. Oder so ziemlich. So, hier haben wir eine Kawa Z1000. Hier ist schon die hier, wo wir ja schon haben. Das heißt, hier brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt schauen, weil die dann vielleicht eh auch vom Tune her... Aber die sind dann mega teuer, gell? Ist halt auch so eine Sache. Ja, bei dem, da müsste man eigentlich gerade gar nicht mehr so viel machen. Die sieht wieder fast gleich aus. Oder ist eigentlich fast die gleiche, nur halt nur RR. So ein bisschen was. Sag mal, so eine Ducati mal nehmen. Aber der Preis, gell? Schon ein bisschen übel eigentlich. So eine Kawa mal, aber ich weiß nicht. Hier ist ja schon die eine hier. Ist halt so eine Sache. Wie werden wir mit der einen abschneiden? Weil das sind halt schon, was sind es, glaube ich, fast 82 Punkte sind es, glaube ich. Das ist natürlich schon ein bisschen übel. Hier könnten wir da reingehen, dann machen wir... Ja, dann kaufen wir die hier. Kann man eh nicht viel tunen. Wir können vielleicht noch ein bisschen das Aussehen machen. Auf 24.000 nur noch. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was am Aussehen reinschauen und dann... Ja, war es eigentlich auch schon. Farblich geht ja auch nichts. So, machen wir erstmal Favorit rein. Werden wir ja wohl ein paar Runden erstmal mit erfahren. Da bin ich gerade am Überlegen, habe ich noch den roten? So, wir schauen mal ganz kurz rein. Bike anpassen. Hier am Motor oder so, natürlich kann man eigentlich rein gar nichts machen. Weil da kommen ja, egal was wir machen, wir kommen ja überall rüber. Leider ein anderer Auspuff kann man natürlich auch leider nicht machen. Rein so jetzt vom Optischen her. Also deshalb, da bleibt das alles mal hier. Bremsleitung wird, glaube ich, sogar auch ein bisschen besser. Ah, aber es passiert eigentlich an sich nicht viel. Ach, da unten sieht man was, okay. Ja, so ein bisschen dunkelroter. Ja, ein bisschen cool eigentlich. Wir haben ein bisschen was verbessert, aber an der Punktzahl ist es gleich geblieben. Der Rest brauchen wir gar nicht reinschauen. Hier aussehen. An den Farben können wir gar nichts machen. Also an den Standardfarben. Hier, die finde ich eigentlich teilweise auch gar nicht so super. So, gar keinen? Oder sollen wir welche hinmachen? So ein bisschen kleinere. Ich finde immer die hier ganz okay, weil die so nicht so mega sind. So, was haben wir hier? Blinker-Nummernschild. Ja, machen wir mal weg. Lenker. Ja, ist nur farbliches Ding. Ich denke, mein Rot sieht seltsam aus, oder? Geht eigentlich einigermaßen. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. So, die Bremshebel und Kupplungshebel sind schon schwarz-rot da in dem Fall. Ja, komm, mach mal alles mal so ein bisschen rötlich rein. So, hier könnten wir... Das sieht man da unten halt eh kaum, gell? Aber egal, alles hier in Rot. Noch ein bisschen Credits ausgeben, weil ich ja so viel hab. So, da können wir eigentlich groß auch nicht reinschauen, weil da wird es nicht besser. Beziehungsweise die Leistung wird halt besser. Und dadurch, dass wir bei 600 ja sind, brauche ich da gar nicht reinschauen. So, wir gehen trotzdem nochmal eins zurück.
Weil da können wir den Fahrer anpassen. Da, guck, ich habe sogar blau und rot einmal. Beziehungsweise bei dem roten könnte man den Helm noch ändern, weil da ist so ja hinten noch grünisch. Aber, ja, ein anderes Mal. So, vor lauter Motorrad hin und her. Ah, die Strecke fahren wir. Habe ich gerade gar nicht mehr genau gewusst, was wir jetzt überhaupt fahren. So, es regnet auch leicht. Okay, sind wir mal gespannt. So, ziehen tut sich schon einigermaßen ganz gut. Ging auch ganz leicht nach oben. Ja, okay, muss ja eigentlich auch so ein bisschen. Ich meine, wir sind ja jetzt bei 600 angekommen. War das hier schon immer so rot? Das fällt mir gerade so mega auf. Voll passend zu mir. So, oh, Moment. Bisschen aufpassen. So, was haben wir denn? Platz Nummer 5. Eine sieht auch interessant aus mit dem pinklichen, so ein bisschen. So, Alter. Was zur Hölle war das gerade? Vor allem, ich fahre in ihm rein. Und mich haut's hin. So, wir fahren irgendwie noch nicht ganz so gut. Aber die Kurve war doch gar nicht mal so schlecht. So, wir haben ja noch einiges an Zeit. Also ich bin schon wieder so mega übervorsichtig oder fahre so seltsam wegen dem blöden Regen eigentlich. Aber irgendwie, ja, mit den Platzierungen her geht es einigermaßen. Sehen die ja vorne genau gleich aus? Nehmen die genau das gleiche an? So ein Partner-Look. Oder? Also von weit weg sah es doch so aus. Zumindest mal die Lederkombi, wo sie anhaben. Die Motorräder weiß ich jetzt nicht so genau. Ne, Motorräder haben sie andere. Aber von der Lederkombi her sind sie genau gleich. Vom Helm sieht man jetzt nicht ganz genau, aber relativ. Schaut euch den Partnerlook an. Sogar auch noch die Hosen. Also auch noch beide Jeans an. Oh, was mache ich zur Hölle? Vor lauter Hingucken. Drücke ich noch die total falschen Tasten hier. Voll, die haben fast. Doch, die haben fast das gleiche Bike. Bin ich jetzt blöd? Weiß es auch nicht so genau. So, lass mich jetzt mal durch. Ihr irritiert mich. Ihr lenkt mich total ab. Kann mich hier gar nicht auf die Strecke konzentrieren. Gibt's ja gar nicht. Oder? Die haben doch so ziemlich dasselbe. Okay. Habe ich jetzt so an sich auch noch nicht gesehen. Beziehungsweise mir ist halt nicht aufgefallen, weil sie bis jetzt nie so hintereinander gefahren sind. Ich meine, es könnte wohl schon sein, dass da zwei mit der gleichen Lederkombi und gleichem Motorrad gefahren sind. Aber mir ist halt nicht aufgefallen, weil sie nicht hintereinander gefahren sind. Und hier gerade direkt. Hallo? Der kommt hier wieder. Das gibt's doch nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe noch ein bisschen mehr nach vorne mit der Vorderradbremse gebremst. Aber irgendwie muss ich ja. Entschuldigung, dass ich in der Schräglage bin und ein bisschen noch bremsen muss. Ich habe es nur leicht angetippt und den haut es einfach hin. Das gibt's auch nicht. So, der eine hier, der will es ein bisschen wissen. Wo ist sein Partner? Könnten jetzt die Plätze tauschen und mir wird es nicht mal auffallen, weil sie genau gleich aussehen. So, aber der Zweier, der zieht so ein bisschen hinterher. Die anderen von den Farmen ist wieder so ein bisschen weg. Oh, der kommt ein bisschen weit raus, rutscht auch ein bisschen. Na, guck, da kommt er gleich schon wieder. Kleiner Fehler gemacht. Und da kommt er schon wieder an. Also heute habe ich ein bisschen Probleme mit Regen. Weil es schon ganz schön viel dabei. Herr Müller, nix da. Hab ich das gesehen? Hier eigentlich sozusagen Doppelüberholung in der Kurve. Er mich und ich dann wieder ihn.
Aber, ja, ich habe es mir schon halb gedacht, dass er gleich wieder kommt. Er ist gar nicht mal so einfach abzuschütteln. Oh, ich glaube, er ist schlecht rausbeschleunigt gerade. So, es war aber auch wieder ein bisschen, glaube ich, langsam. Geht einigermaßen. So, aber der ist manchmal wirklich fast eine Sekunde zurück und dann plötzlich kommt er wieder. Jetzt ist wieder direkt an meinem Arsch. Muss man wieder ein bisschen aufpassen. Kommt er gleich wieder. So, hei, hei, und bleibt auch noch fast hier vorne. Gibt's ja gar nicht. Wollte schon sagen. So, bis jetzt ganz schön interessant. Und ich muss mal mir denken, ich hätte fast noch mein eines Bike genommen, wo ich schon hatte. Das mit 518 war es, glaube ich. Ich glaube, da hätte ich gegen den einen wohl auch ein bisschen alt ausgesehen. Wenn der hier so mit meinem Bike jetzt gerade mithalten kann. So, aber ich muss sagen, an sich, wenn man ein bisschen drauf aufpasst, nicht zu stark bremst, nicht zu stark reinlädt, nicht zu stark beschleunigt, kann man mit dem Motorradclub ganz gut auskommen. Und wir müssen noch dazu sagen, es regnet doch. Also, bei der nächsten Strecke, wenn vielleicht Sonnenschein da ist, kann man das vielleicht noch richtig ausreizen hier. So, jetzt hat er wieder mega Abstand plötzlich. Ja, hinter der Kurve sieht man dann auch mal die Zeit. Es war doch immer so schön dran. Irritiert mich dann schon ein bisschen. Also hier, 2,66 Sekunden. Obwohl er immer so schön dran war, konnte er das Tempo, was ich vorgegeben habe, nicht halten. So, irgendwo demnächst müsste doch hier jetzt die Zielgerade kommen. Ich verschätze es hier bei dem Rennen immer. Ich denke immer so vor den letzten zwei Kurven, also die, wo wir gerade gefahren sind, dass da die Zielgerade ist. So, okay. Bisschen seltsam, dass der so am Schluss so abgekackt hat. Aber soll mir nur recht sein. So, dann gehen wir mal auf die nächste Strecke. So, in Deutschland und wir haben sogar auch schönes Wetter. Das sieht ja so ganz gut aus. Ja, und auf der Liste hatten wir es gesehen, obwohl im Video war es glaube ich nicht mehr drin, dass der eine, wo mich so verfolgt hat, der hatte sogar 593 als Leistungspunkte, also 7 Punkte weniger. Und da muss ich schon sagen, wäre ich da mit meinem anderen Bike gefahren, hätte es da wohl ganz schön kacke ausgesehen. So, aber hier kommen wir jetzt gerade so ein bisschen nach vorne. Wo sind denn die anderen? Wo ist denn hier? Unser Mr. Partner-Look. Vor allem ist mir im Nachhinein aufgefallen, wenn ihr bei dem ersten Rennen mal den Start anschaut, das waren nicht nur zwei mit der gleichen Lederkombi und gleicher Helm, sondern es waren, glaube ich, sogar vier. Das scheint auch ein bisschen heftig. Also ich habe eigentlich am Anfang nur die zwei realisiert, aber im Nachhinein, muss man dazu sagen, waren das ja vier Stück. Hier am Start, da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Also da waren, glaube ich, wo ich gestartet bin, glaube ich, zwei direkt relativ vor mir, die das anhatten. Und dann halt auf Platz 1 und 2 nochmal. Aber die müssten theoretisch ja noch dabei sein. Hier, der Cruz, der war doch... Nee, wer war denn das? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Naja. Aber wir haben gerade schön Abstand, gell? So, einmal hier rum, einmal darum. Oh, da sind wir, glaube ich, ein bisschen schlecht gefahren. Aber, ja, egal. Wir haben noch eine gute Zeit. Wobei, die Kurve auch wieder ein bisschen. Ah. Jawohl, es geht. Oder fühle ich das nur so komisch? Empfinde ich das nur so? So, 1,40 als Rundenzeit. Oh, Mann. Hier die Kurve.
ich so ein bisschen... Ja, komm, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich wollte gerade einen Spagat machen, habt das gesehen? Keine Ahnung, ich habe es gebremst, dann bin ich von der Bremse runter, dann habe ich noch ganz leicht was nachgegeben und dann hat es ihn hingehauen. Deshalb fahre ich auch nicht mehr so weit nach außen, weil ich mich gar nicht mehr traue, nachzubremsen. Ich würde es ja verstehen, wenn ich noch mal ein bisschen stärker nachgebremst hätte, aber das war wirklich nur so ganz leicht kurz angetippt. Und es hat halt einfach schon gereicht. Es gibt's ja nicht. So, das interessiert mich jetzt eigentlich schon noch mit den anderen Fahrern, mit der Lederkombi, aber wir sind jetzt... Oh, was zur Hölle? Voll draufgefahren. Okay, das war ein bisschen zu eng. Das war ja auch gerade etwas seltsam. Ah, mit der geht ein Wheelie ganz gut eigentlich. Das könnten wir jetzt mal so auch mal langsam probieren hier. Wheelie Stoppie und so. Haben wir bis jetzt ja leider noch nicht mit bekommen hier die Trophäen. Ah, auf der Geraden können wir es nicht so hochziehen. So, oh, das wird ein bisschen eng. Strafzeit, oh, 0,7. Ja, wir haben ein bisschen Vorsprung, aber war das so viel? So viel war das eigentlich gar nicht, dass man hier 0,7 gibt. Ist natürlich schon ein bisschen heftig. Ah, gerade am dritten Gang hochgeschalten, dann kriegt man das Rad auch nicht mehr hoch. So, oh, Achtung. So, lief doch diesmal eigentlich ganz gut. So, wie sieht's mit der Zeit aus? So, 3 Sekunden. Oh, 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 das war ein bisschen weit. Okay, Momentchen. Am Anfang sah es richtig gut aus. Aber dann nicht mehr. Das Problem ist, hier könnte ich jetzt mal einen hinziehen, aber wir haben halt schon ein bisschen Zeit verloren. Ich will jetzt nicht wegen dem, sag ich mal, meine Platzierung auch verlieren. So, was? Ich habe eine bessere Zwischenzeit bekommen, wo ich das mit dem Wheelie gemacht habe? Hm, okay. Seltsam, seltsam. So, kriegen wir überhaupt noch mal eine Zeit irgendwo? So, 2,1, ja. Sollen wir das mit dem Stoppie wagen? Ich weiß es eben nicht. Nicht, dass er uns noch hier vor der Zielgeraden überholt. Wäre natürlich nicht so toll. Na, lassen wir es mal lieber. Vielleicht in einem Rennen, wo wir ein bisschen mehr Vorsprung haben. So. Alles klärchen. Auch eigentlich ohne Probleme. Also da einmal voll in die Mauer gefahren. Keine Ahnung, was das für ein Aussetzer war. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Hier sieht man noch ein bisschen so die Punkte. Alle 580 oder mehr.